Ja, das ist das allererste Video in der Playlist Geraden, aber in der Vektorgeometrie unter der Überrubrik Analytische Geometrie. Damals war die Welt ja noch in Ordnung für viele, als da sowas stand wie X und Y und irgendwie war so zu erkennen, da ist eine Gerade und da ist irgendwas so wie mit Y gleich M mal X plus, die einen schreiben B, die nächsten schreiben N, aber es war noch harmlos. So, und jetzt kommt zusätzlich zu zwei Achsen noch eine dritte Achse dazu. Und meistens ist die Beschriftung so X, Y, was soll ein Y sein? Z oder, ich sage es immer wieder, nicht verwirren lassen, X1, X2, X3. Und in der Playlist habe ich jetzt mehrere Videos, wo dann veranschaulicht wird oder ich versuche zu veranschaulichen, wie ich aus zwei Punkten, ja, zum Beispiel A und B, mir dann so eine Gerade im Raum bastel. Vorher, das habe ich ja in der Playlist Vektoren auch abgefrühstückt, dass man Punkte zuordnen kann, dass man weiß dann, was ein Ortsvektor ist, was ein Richtungsvektor ist. Und wenn ich mir zum Beispiel den Ortsvektor nehme, dazu den Richtungsvektor AB bastel und davor noch sowas wie R mal schreibe und dann da vorne G Doppelpunkt X Vektor gleich, dann sieht man auf einmal so eine Struktur, die für viele erstmal völlig unschön aussieht, aufgrund der ganzen Buchstaben und Rechnereien. Aber wenn man das einmal veranschaulicht hat, ist es eigentlich total easy und das macht das Rechnen hinterher sehr einfach und auch das Vergleichen mit anderen Graden zum Beispiel, wenn da sowas ist wie H-Doppelpunkt X-Vektor gleich und ihr sollt auf die Lage überprüfen, vielleicht irgendein Punkt, der da noch steht, ob der auf einer Geraden liegt oder nicht, wenn es Richtung Abstandsaufgaben geht, also wie weit ist zum Beispiel ein Punkt von einer Geraden entfernt, da habe ich nochmal eine extra Playlist gemacht und auch für das nächste große Thema in der Vektorgeometrie Ebenen auch nochmal eine einzelne Playlist. Wenn ihr, je nachdem, was ihr gerade auf dem Schirm habt an Themen, wenn ihr da entsprechend immer alles durch habt, da kommt ihr eigentlich total easy durch. Sollte doch noch irgendwas fehlen, schreibt es ruhig durch. Aber wie gesagt, hier in der Playlist zu Geraden in der Vektorgeometrie alles rund um Parameterform, Lagevergleich, Punkte bestimmen, ja, veranschaulichen, wie liegt eine Gerade im Raum? Was ist zum Beispiel eine Spurgerade? Und ja, falls ihr irgendwas davon nicht gemacht habt, lasst es eben raus, lasst euch nicht verwirren. Aber manchmal schadet mehr Wissen ja nichts. Wenn ihr alles durch habt, kommt ihr da eigentlich easy durch.